Auf den Spuren des Tornados komme ich hierher nach Jackson, Tennessee. Der Campus der Universität ist fast völlig zerstört. Den über 1000 Studenten aber sei nichts passiert, heißt es hier. Die Studenten hier in Jackson sagen, der ganze Spuk hätte nur 30 Sekunden gedauert. Aber wenn man sieht, welche Schäden der Tornado angerichtet hat, dann muss man wirklich von einem Wunder sprechen, dass hier niemand verletzt wurde. Ein Student der Union University hat mir seine Geschichte erzählt. Gott, es war Gott, der uns geschützt hat. Sehen Sie, ganze Wände sind hier auf uns heruntergefallen, aber niemanden hat es ernsthaft getroffen, nur ein paar Kratzer vielleicht. Das ist unglaublich, einfach unglaublich. So hatte er sich sein Studium hier nicht vorgestellt. Statt für seine Ausbildung zum Krankenpfleger zu lernen, zeigt der 19-Jährige jetzt seinen Freunden, wo einmal seine Studentenbude war, vor dem Tornado. Ich war genau in diesem Zimmer hier, als der Tornado dieses Haus zum Wackeln gebracht hat, wie ein Erdbeben. Und das Auto hier, stand das immer hier? Nein, das steht jetzt quasi im Haus. Und daneben, das steht übrigens auf dem Schreibtisch meines Freundes. Es sei nicht sein erster Tornado, erzählt mir Joshua. Leute wie er sind hier in der sogenannten Tornado-Allee der USA groß geworden. Verhaltensregeln bei Tornados sind hier Teil des Schulunterrichts. In der Highschool haben uns die Lehrer immer wieder gesagt, wenn ein Tornado kommt, dann raus auf den Flur, Hände über den Kopf und auf den Boden legen. Daran habt ihr euch auch erinnert, als es soweit war, will ich wissen? Naja, ehrlich gesagt, nicht sofort, nicht im ersten Moment. Erst als wir uns noch auf einen zweiten Tornado einstellen mussten, habe ich kurz darüber nachgedacht, wie war das nochmal, Hände über den Kopf und so weiter. Also alles diese Geschichten, über die man nachdenken kann, wenn man genügend Zeit hat. Sie haben es aber alle überlebt. Für die gläubigen Menschen hier im Süden der USA ist dies mehr als ein kleines Wunder. Es ist, sagt Joshua Turner, inmitten der Trümmer sein persönlicher Gottesbeweis.